Autor Ben Wettervogel ist tot. Wir haben das gestern nach der Sendung erfahren. Ja, und wir und natürlich die gesamte Redaktion sind immer noch geschockt, fassungslos und traurig. Und wir sind damit aber nicht allein. Sie haben uns sehr viel Anteilnahme zukommen lassen über die sozialen Netzwerke. Genau, dafür schon mal an dieser Stelle recht herzlichen Dank. Stellvertretend vielleicht Tobias Köhler. Vielleicht wird Ben Wettervogel dort, wo er nun ist, das Wetter ein wenig beeinflussen. Ich verlasse mich auf ihn. Oder Micha Elze, der schreibt, seine extravaganten Westen werden mir immer in Erinnerung bleiben. Ich glaube, er hatte 365 plus 1 unterschiedliche davon im Schrank. Danke fürs bunte Wetter, Ben Wettervogel. Ja, 9 Jahre war Ben Teil dieser Redaktion. Und dass er etwas Besonderes war, müssen wir ihn ehrlich gesagt jetzt auch nicht groß erklären, sondern wir wollen es Ihnen zum Schluss einfach auch noch mal zeigen. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Start in die neue Woche ist sehr unterschiedlich. Die schlechte Nachricht gleich vorneweg. Weißt du, Weihnachten 2006 können wir voll vergessen. Ganz fein Nieselregen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe sie im Moment ein bisschen unscharf, denn ich habe so ein paar Tropfen davon auf der Brille. Ich sage mal so, Schatten, nie war er so wertvoll wie heute, denn auch heute wird es wieder brüllend heiß. Absolut gigantisch. Dieser Kapitalhecht heute Morgen frisch gefangen. Leider nicht von mir. Mensch, Ben, du wirst uns fehlen und ich werde eine Sache nie vergessen. Wir hatten hier mal eine Schneeballschlacht im Studio. Da hast du mir ordentlich was um die Ohren gehauen. Und danke auch, dass du uns zum Jahresanfang immer Waffeln, selbstgebackene von deiner Mutter, mitgebracht hast. Die Geschmack habe ich immer noch auf der Zunge.